Hallihallo, jetzt wieder Tombi und wir haben wieder drei weitere geile Einheiten in Star Wars Battlefront 2 und zusätzlich noch eine quasi Überraschungseinheit, die wir auch noch dabei haben. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht lang, sondern starten rein. Let's go! Und wir beginnen mit dem Reprogrammed Battle Droid. Wir können sogar bei dem in die First Person gehen, was interessant ist. Wir haben hier die E5, also quasi den Standardblaster der Separatisten bzw. halt der Kampfruinen. Ist komischerweise nur eine Einheit bei den Rebellen, nicht bei der Republik irgendwo. Ich weiß nicht genau warum, aber so ist es. Und der Name ist Programm. Wir haben einen unprogrammierten Kampfdroiden aus der Zeit der Separatisten. Richtig cool. Hier sogar, ne, mit dem coolen Rebellen-Logo auf der Stirn sogar auch nochmal. Ich finde, der sieht optisch auch echt geil aus. Irgendwie dieses Lila, das passt richtig gut dazu. Ich weiß nicht, gab es ja sogar häufiger schon in irgendwelchen, ja, quasi Serien oder sonst irgendwo. Und es gab dieses Lego Freemaker-Ding, da gab es auch den Roger, der quasi so ein unprogrammierter B1-Druid ist. Ich finde die Idee ganz cool. Ich glaube, ich hätte es sogar cooler gefunden, hätte man das auch bei der Republik, also ne, bei den Klonen halt irgendwo als Spezialeinheit reingebracht. Und der gute Mann kommt als Vollstrecker. Das heißt, ist eine Spezialeinheit, ist quasi nicht einfach nur eine normale Standardeinheit, auch wenn man es vielleicht vermuten kann. Die haben den noch verstärkt oder so. Hat 275 Leben. Und er hat natürlich auch wieder drei neue Fähigkeiten. Und die gucken wir uns jetzt an. Als erste Fähigkeit haben wir eine Feuergranate. Die finde ich schon mal sehr interessant. Das zweite ist irgendeine Art Scan-Fähigkeit. Haben wir relativ häufig bei irgendwelchen Spezialeinheiten. Naja. Und das dritte ist ein MPL, also ein Granatwerfer. Okay, da gucken wir doch gleich mal rein. Erstmal den MPL vielleicht. Wie genau funktioniert... Der eine ist erstmal abgebounced, okay. Aber es funktioniert anscheinend so wie der normale MPL. Ich bin mir nicht ganz sicher. Feuergranate. Das ist alles? Explodiert die noch? Wow, okay, da bin ich... Also, wow, bin ich enttäuscht. Oh, der wird voll zerquetscht, der Arm. Okay, Scanner können wir auch nochmal anmachen. Den kennen wir auch schon, okay. Der ist ziemlich normal. Die Waffe übrigens... Oh, relativ normal. Ich finde es cool, dass man hier in die Ego-Sicht gehen kann bei dem. Die Feuergranate hat mich jetzt ja gerade böse enttäuscht. Warte mal, der muss mal so ein bisschen stehen bleiben. So... Okay, one-shottet immer all. Das sieht echt cool aus. Aber das ist ja mehr oder weniger so eine Art Kontaktgranate dann, ne? Das macht schon Spaß. Hallo, mein Freund. Ach, der schießt alle... Ah, der MPL ist anders, okay. Der schießt alle drei Bursts auf einen Schlag. Okay, ich habe das erst jetzt gecheckt. Also einmal will ich die Feuergranate aber jetzt noch. Okay, die ist ja noch bescheuert. Die ist ja noch bescheuerter, als ich gedacht habe. Das heißt, man darf die gar nicht wie so eine Kontaktgranate nutzen, sondern muss die schon wirklich auf den Boden pfeffern bei dem. Und er muss dann ziemlich genau reinlaufen. Das ist ja super schwer. Ja, oh, das ist sehr schwierig zu treffen. Ah, sieht cool aus. Vielleicht gäbe es da irgendwas Cooleres. Ne? Habt ihr eine coole Idee? Ich meine, das ist ja so eine Art Spion-Einheit dann schon fast, ne, der eigentlich auf der anderen Seite gekämpft hätte. Vielleicht hätte man da irgendwas Cooles draus machen können. Gerne mal reinschreiben. Ansonsten, wie gesagt, ich hätte den gerne... auf den Seiten der Klone gehabt. Aber ist eine coole Einheit. Let's go, auf zur nächsten. Und die nächste Einheit, die wir haben, ist der gute Boss. Den werden die meisten Leute kennen, denn der war Teil des Delta Squads, aka den Charakteren aus Republic Commando, dem Videospiel. Und dort hat man auch Boss gespielt. Hat er noch Scorch, Fixer und Seven mit dabei. Seven, mein Man, ne? Ich liebe ihn. Er ist der Coolste. Und den guten Boss hat man jetzt hier halt auch im Spiel als Heldenfigur mit reingebracht. Ich bin gespannt, wie sie den umgesetzt haben. Denn wir haben ja schon Republic-Kommandos bzw. Klon-Kommandos im Spiel. Von daher, ich will mal sehen, kann man mit dem in die Ego-Sicht? Nee, kann man natürlich nicht. Er hat auf jeden Fall die DC-17M. Ich glaube, die schießt ein bisschen schneller, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Hat auch diesen Granatenmodus, also diesen, ne, diesen Panzerbrecher-Modus. Das ist eigentlich relativ ähnlich geblieben, aber er kann den dauerhaft behalten, ne? Ja, tatsächlich. Er kann ihn dauerhaft anhaben. Das finde ich eine interessante Nummer. Macht aber auch keinen One-Shot. Von daher ist es, scheint nicht zu stark zu sein. Aber gucken wir mal, was die anderen Fähigkeiten denn so sind. Okay, wir haben Thermaldetonator. Dann haben wir, ich glaube, das soll der Scharfschützenmodus sein. Und dann haben wir halt dieses Anti-Armor-Attachment. Ist alles wahrscheinlich eher angelehnt. Gucken wir mal die Granate an. Ja, ist eine ganz normaler Thermaldetonator, so wie es ausschaut. Ist eher angelehnt an die Republic-Kommando-Sachen. Denn dort ist ja die Waffe auch quasi umbaubar. Naja, man sieht schon, das kann er auch dauerhaft benutzen. Auch echt lange zum Schießen. Das ist die maximale Feuerfrequenz hier. Kann er aber auch dauerhaft behalten. Die Waffe ist ganz cool, die DC-17M, denn die kann man halt so umbauen. Kennt man wahrscheinlich auch aus dem Spiel.
ja, zu diesem Granatwerfer-Modus, als auch zu einer Sniper, als auch zu dem quasi normalen Sturmgewehr-Modus, wenn man das halt so ohne Aufsatz benutzt. Ist halt ganz cool umgesetzt. Wir haben noch bei 4 wahrscheinlich eine Pistole. Das ist auch die Klonkommando-Pistole. Das ist geil. Und haben auch das Messer. Ist schon super, super cool, dass das so gemacht wurde. Aber er hat jetzt auch keine super besondere Fähigkeit. Es sind alles irgendwo mehr oder weniger Waffenmodifikationen. Aber das passt ja auch irgendwo zu so einem Klonkommando, denn es sind halt einfach nur super krasse Soldaten, ne? So, von daher ist es jetzt ja nicht so, dass die irgendwie, weiß ich nicht, die Macht hätten oder ein Lichtschwert oder ne, irgendwie sowas. Von daher, da würde mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht großartig einfallen, was man da eventuell noch so als weitere Fähigkeit hätte reinbringen können. Von der Optik her sieht der auch einfach fantastisch aus. Ich weiß auch nicht, die haben da so einen Glossiness-Effekt noch draufgehauen, dass die besonders glänzend ist, die Rüstung. Aber guck dir mal an, wie cool der aussieht. Alter, ja, alles, ich glaube auch alles sehr akkurat geblieben, ne? Ich liebe ja diesen hellblauen Visor, ich finde den so cool. Von den sonstigen Bemalungen finde ich ihn tatsächlich am uninteressantesten beim Delta Squad. Aber nun weiter zur nächsten Einheit. Und die nächste Einheit, die wir haben, ist ebenfalls wieder eine Heldenfigur. Ebenfalls ein bisschen weird, dass der ein Held ist, aber gut. OOM-9 aus Star Wars Episode 1 hat er den Angriff geführt bei der Schlacht von Naboo. Und er ist halt quasi auch einfach Miley Cyrus. The journey is usually the part that you remember anyways. My troops are in position to begin searching the swamps for these rumored underwater villages. Ich finde das Meme so gut. Okay, let's go. Schau mal rein, was der so kann. Yo, warte mal, was? Der hat doch auch die E5 einfach nur. Kann ich hier... Ja, ich kann in die Ego-Sicht. Was hat denn der für eine super E5? Und wie lange er auch schießen kann? Er ist strong. Warte mal, wir gucken uns den erstmal an, liebe Leute. Ja, aber er sieht eigentlich genauso aus wie im Film, ne? Man kennt ihn hier auch als quasi Offiziersmodell. Ich glaube, da wurde jetzt nicht großartig was verändert. Oder hat er irgendwo besondere Bemalungen? Wenn ja, ist mir nicht aufgefallen. Keine Ahnung. Sondern jetzt bin ich auf die Waffe gespannt, Leute. Der fetzt die ja so weg. Warum ist denn der so stark? Warum haben die den... Junge, ey. Warum haben die dem denn so eine Waffe gegeben? Okay, er hat 550 Leben und auch 3 neue Fähigkeiten. Gucken wir da mal rein. Trip mein Launcher. Okay, der hat einen Granatwerfer, der Stolperminen schleudern kann. Dann hat er eine Art Kampfkommando, womit er das Leben erhöhen kann von freundlichen Verbündeten. Und natürlich, Leute, er hat sein Fernglas. Das finde ich cool. Das ist eine Filmreferenz. Das finde ich nice. Da gibt es ja die Szene zu. So, erstmal das Fernglas auspacken. Da sind sie. Okay, Trip Mine Launcher. Das ist ja cool. Hatte man das schon mal so? Ich kann mich nicht... Hatten wir das schon mal in irgendeiner Mod so... Hey. Ich habe keinen Nahkampf. Als ob. Aber gab es schon mal so einen Trip Mine Launcher? Das ist ja mega geil. Zweite Fähigkeit, trifft die auch mich selber? Ja. Bringt 100 Leben. Oh, das ist stark. Aber das ist schon cool. Guck mal, jetzt kann man hier richtig schon von Wie hat er denn die gesetzt? Ist die denn geflogen? So, warte, wir setzen uns jetzt hier schön hinter. Guck dir das an. Ah, also die Fähigkeit finde ich witzig. Ja, der Rest ist ja relativ standardmäßig. Vom Aussehen her auch okay. Ist halt auch eher wieder so ein Spaßheld, wenn wir mal ehrlich sind, oder? Ich glaube, den hätte jetzt keiner irgendwie als Heldenfigur unbedingt gebraucht. Oder den muss man jetzt nicht haben. Das mit den Tripmines ist ganz witzig. Ja, aber sonst, ne? Gut, eine Einheit haben wir quasi noch. Und da schauen wir jetzt mal rein. Und die letzte Einheit, die wir haben, ist heute mehr oder weniger eigentlich eher ein Skin, denn wir haben die Taskenräuber. Und das sieht so geil aus. So, warte, lass mich mal ganz kurz ins Spiel gehen. Ich habe natürlich, ne, Cyclergewehr mitgenommen, aber die sehen doch so cool aus. Die hat er richtig gut getroffen, oder? Ich frage mich auch, warum es davon noch keine Spezialeinheit gibt. Eventuell kommt da ja nochmal irgendwas. Und der ersetzt jetzt quasi einfach alle Spezialisten. Von daher, irgendwo ist die Mod in der Hinsicht ein bisschen Quatsch. Weil, warum sollte ein Taskenräuber jetzt irgendwie beim Imperium kämpfen oder bei den Rebellen kämpfen oder so? Eigentlich sind die ja eher so eine eigene Fraktion, die jetzt mit dem großen Krieg so nichts zu tun haben. Ich weiß nicht. Hat von daher jetzt auch einfach nur die ganzen Fähigkeiten und ja, Waffen zur Auswahl, die halt so der Spezialist hat. Wäre natürlich cool, hätte der auch noch irgendwie diese Sprache von denen, dass er immer mal diese Laute macht oder sowas. Das wäre mega cool. Naja, von daher, das war es auf jeden Fall mit den ganzen Mods, die wir heute so präsentieren konnten. Ihr könnt mal gerne reinschreiben, welche ihr heute am coolsten fandet und wo ihr sagen würdet, die hätte ich gerne irgendwo im Spiel gehabt. Gerade den Reprogrammed Droid, den fand ich persönlich ganz cool von der reinen Idee her. Schreibt es gerne mal rein. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.